Wir schauen auf jeden Fall direkt bei Simex rein, Alter. Das wird interessant. Tattoo im Gesicht, so wie Monte gemacht. Tattoo im Gesicht, so wie... Leute, ich hab's einfach wirklich gemacht. Für alle, die denken, es ist Clickbait oder nur ein Henna-Tattoo. Hier die Aufnahme, wie ich es mir wirklich stechen lassen hab. Und lasst ein Like und ein Abo da, ihr Selimi! Es hat sich nichts geändert. Hey Leute, Ellie ist jetzt auf jeden Fall hinter der Kamera. Ich werde anfangen mit meinen Armen, werde euch so jedes Tattoo zeigen und quasi die Bedeutung sagen. Digga, warum leckt Simex so? Warum macht er das? Er soll das lassen. Hey Leute, Ellie ist jetzt auf jeden Fall hinter der Kamera. Ich werde anfangen mit meinen Armen, werde euch so jedes Tattoo zeigen. Bro, also das Shirt ist es für mich leider mal gar nicht, ne? Das Shirt ist es für mich leider an der Stelle überhaupt nicht. Nee, das mag ich nicht, das Shirt. Und quasi die Bedeutung sagen. Also auf meinen Daumen habe ich jeweils Fear und Love. Übersetzt bedeutet das hier Angst und das Liebe. Ach so! Ich dachte, Fear wäre Feuer und Love wäre ein anderes Wort für Kakao. Die meisten von euch müssten aber Englisch eigentlich können. Ich nicht. Und dann habe ich auf den jeweiligen Fingern quasi so Akzente bzw. Elemente. Ja, 666 wegen Teufel, klar, Satanist. Die ich mit Liebe verbinde. Der Stern zum Beispiel steht. Hat Miguel Pablo ja auch. Für YouTube. Der Blitz so. Der Stern steht für YouTube. Der Stern steht für YouTube. Das verstehe ich nicht. So ein bisschen für Lebensenergie. Und. Der Blitz steht für Strom. So die Musiknote, einfach weil ich Musik liebe. Dann nein, nein, nein sind so Engelszahlen. Nein, nein, nein? Sind Engelszahlen, aber es ist doch 666. Und dann hier auch noch eine quasi Lebensflamme. Dann hier. Hä? Das macht für mich alles wenig Sinn, Digga. Tut mir leid. Hier auf den Fingern haben wir so einen Dolch, denselben Dolch. Ellie auch auf ihrem Oberschenkel. Wundert euch nicht wegen meinem Krüppeldaumen, da ist ein Gewicht drauf gefallen. Bei mir das Problem ist, wegen Fingertattoos, Alex, ich hab die jetzt schon dreimal gestochen und es geht trotzdem immer noch ein bisschen ab. Zum Beispiel der Dolch hier ist übertrieben abgegangen. Ja, aber normal, Fingertattoos gehen doch immer weg, aber... Jetzt mal ganz kurz für die Bedeutung, Bro. Digga, das war, erstmal war das dein Zeigefinger und nicht dein Daumen. Zweitens sehe ich die Bedeutung dahinter. Also mag mir jetzt ein bisschen schwerfallen, da eventuell die Bedeutungen zu hinten. Das soll 999 heißen. Ja, aber wenn es so ist, ist es 666. Vielleicht hätte man da eine andere Zahl nehmen sollen. 187 oder so, das kann man nicht verkehrt drum haben. Und hier halt allgemein an meinen Zeigefinger. 666 ist ein Engels... 909 ist ein Engelszeichen und 666 das Teufelszeichen. Come on, das kann mir doch keiner erzählen. Fingern, das geht leicht ab. Dann hat hier zum Beispiel Ellie an meinem Zeigefinger quasi, was Neymar auch so hat, dass du quasi... Da steht nicht, da sind zwei Striche. Spiel Ellie. Hä? Sind das Buchstaben oder Hieroglyphen? Das ist von Ägypter gestochen. An meinem Zeigefinger quasi... Ah, 999 von Juice WRLD, okay. Was Neymar auch so hat, dass du quasi so machst und dann da steht so psch. Und das finde ich halt auch übertrieben geil. Aha. Das hat Ellie gestochen, weil wir haben selber eine Tattoo-Maschine zu Hause. Oh, das ist immer interessant. Und das wird sie auch noch nachstechen. Ja, klar. Nur bei mir muss man die Fingertattoos gefühlt 10-mal stechen. Bei jedem. Dann kommen wir hier jetzt quasi so zum Totenkopf. So. Der steht natürlich, der Totenkopf. Der Totenkopf steht natürlich klar. Fürs Leben, ne? Das macht ja Sinn. So mäßig, ich habe keine Angst vorm Tod. Ach so, der Sarg steht für Geburt. Dann quasi der Sarg und quasi noch die Sanduhr. Der hat gar keine Bedeutung. Uhr wegen der Zeit. Und dann die Sanduhr steht für Wasserpark. Haben wir hier jetzt nochmal 666, keine Sorge, es hat nichts mit Teufel zu tun. Nee, 666 ist ja nicht die Zahl von Satan. Und nein, 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 das sind Engelszahlen und das ist auch so eine kleine Hommage an Juice WRLD. Und ich glaube, diese Fingertattoos hat halt einfach niemand. Dann kommen wir zu... Ja, da muss man sich natürlich auch fragen, warum hat die keiner? ...meinem linken Arm. Erstmal hier auf der Hand. Im letzten Video, ich hatte keine Angst, ich hatte Angst zu sterben. Das ist ein bisschen widersprüchlich, das stimmt. Da hat er gesagt im letzten Video, ich hatte Angst zu sterben und er hat aber Tattoos, dass er keine Angst hat zu sterben. Schwierig. Hand habe ich eine Rose, die richtig geil geworden ist. Dann hier nochmal Create Yourself. Und mit Create Yourself meine ich, dass man einfach individuell sein soll. Einfach ich selbst sein, niemanden nachmachen und quasi mäßig sich selbst kreieren. Okay, also sich selbst kreieren, sich selbst erschaffen, niemanden nachmachen. Ich habe übrigens hier das gleiche Tattoo wie Neymar.
Das Sch. Das gleiche Tattoo habe ich wie Neymar. Und eine Rose habe ich auch auf der Hand. Das hat auch keiner. Okay. Okay. Dann kommen wir. Das sind ja auch Tattoos, wie Monte sie hat. Monte hat ja auch einen Löwen hier. Nee, das war Walter White. Zu meinem ersten großen Tattoo, wie ich es nennen würde. Und zwar der Löwe mit dem Schwert hier. Digga, wieso leckt das also so? Also ich finde optisch dieses Tattoo ist richtig geil, weil ich allgemein Löwen auch nice finde. Ich finde Löwen auch super, muss ich ehrlich sagen. Das sind so mit meine Lieblingstiere. Ja. Und halt das Schwert bedeutet so mäßig, dass ich ein Kämpfer bin. Und also, okay. Löwe wird ja auch quasi meistens mit Kämpfern verglichen. Dann weiß ich nicht, ob... Ist es ein Ding, dass der... Dass der Löwe... Der Löwe ist doch eher so Gryffindor, Stolz und Mut anstatt Kampf, oder? Also, oder? Ja oder nicht? Dann kommen wir zu meinem nächsten Tattoo. Das ist ein Tattoo, worüber viele nicht wissen. Ich habe einfach 8 oder 9 Jahre Fußball gespielt. Okay, krass. Das ist sehr individuell. Das ist sehr individuell. Das haben viele Leute in Deutschland nicht gemacht. Und ist auch... Nein, no front natürlich hier. Na, Z-Max, wir geben dir immer noch eine Chance, das ist doch klar. Ne? Auch sehr hochklassig bei Bundesliga-Vereinen. Wenn ich darüber mal so ein ganzes Video machen soll... Unbedingt, unbedingt. Das würde ich gerne sehen. Ich würde gerne sehen, wo du gespielt hast. Wie meine Fußballkarriere und so war. Der Hund guckt nur so, bruh. Dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Mhm. Ich würde sagen, bei 30.000 Likes mache ich das auf jeden Fall. Okay, Revi-Gang, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Auch wenn wir hier an der Stelle, sage ich mal, immer ein paar Schwierigkeiten mit dem jungen Mann hatten, unterstützen wir ihn auf seinen Weg und machen hier die 30.000 Likes voll. Das ist klar, denn wir brauchen ja noch Content zum Reagieren. Ich denke mal, er wird wahrscheinlich eine Menge Likes schon haben. Denk mal, so weit sind wir davon gar nicht mehr entfernt. Ja gut, das sind jetzt... 19.000 Dislikes zu 15.600 Likes. Ja. Ich helfe mal mit. Sind auf einem guten Weg. Dann kommen wir, also ich habe noch gar nicht erklärt, also das ist quasi ein Herzschlag, so. Der klar, das Herz schlägt im Ball, natürlich, klar. Ja, mit Fuß. Geht auch disliked? Nee, das ist falsch, sonst macht er das Video ja nicht, Leute, ist ja klar. Fußball verbunden ist. Ich finde das einfach ein richtig geiles Tattoo und ich wollte unbedingt ein Fußball-Tattoo haben. So ein geiles Tattoo. Weil einfach Fußball ein sehr großer Teil von meinem Leben war. Fußball ist unser Leben, der König, Fußball regiert die Welt, natürlich, klar. Beziehungsweise. Habe ich mir ja auch übers Arschloch tätowieren lassen, ne, klar. Also immer noch ist. Dann kommen wir zu meinem allerersten Tattoo. Oh. Das sind einfach die Geburtsjahre von meinen 3 Geschwistern. Mhm. So, und das Tattoo wollte ich schon mit 14 Jahren machen. Aha. Ich habe es bei dem Sohn von David Beckham gesehen und dann dachte ich mir so, oh mein Gott, ich muss es unbedingt machen. Wie gesagt, create yourself, sei individuell, ja. Und ich wollte auch schon mit 14 Jahren ein Face-Tattoo. Deswegen denkt euch nicht, ey, der macht das jetzt, um irgendwelche Rapper nachzuahmen oder irgendwie so. Nein, ich denke mal nicht, dass er irgendwen nachahmen möchte. Ich denke mal nicht, dass er irgendwen hier nachmachen will. Ich denke mal nicht, dass er irgendwie vorhat, irgendwen nachzumachen. Das würde er ja auch in den Titel schreiben, nehme ich an. Ach so. Ach so. Ach so. Nein, no front natürlich. Hey, hey. Nee, es gibt viele Leute mit Gesichtstattoos. Na klar doch, natürlich. Nur Mont hat Gesichtstattoos. Nee, sehr viele Leute haben actually Gesichtstattoos. Mont ist ja auch kein Rapper. Das wisst ihr nicht. Ihr wisst nicht, was Monte teilweise für Hoodtapes rausgebracht hat. Die slappen hart. Sonst was. Ich war mir der Entscheidung schon mit 14 Jahren bewusst. Ich fand das einfach nur richtig geil. Und jetzt bin ich an den Punkt gekommen, wo ich sagen kann, okay, hey, ich würde für immer mein eigener Chef bleiben. Ich werde wahrscheinlich niemals für irgendjemand anders arbeiten. Außer für mich. Okay. Und deswegen habe ich mir halt... Monotweet schauen wir uns später an. Diese Finger, Gesichtstattoos und allgemein richtig viele Tattoos gemacht. Der Arm ist eh komplett Highlight. Das kommt auf jeden Fall gleich. Dann fangen wir erstmal mit dem Nacken an. Ellie, einmal auf meinen Nacken. Es sind aber echt viele Tattoos, ne, tatsächlich. Schützt deinen Nacken vor Kanacken. Bitte? Bitte? Das ist auf jeden Fall... Ah, das sind 2 bekiffte Augen. Das sind 2 zugekiffte Augen. Das ist das YouTube-Auge und das ist das...
das Auge, was tränt, wegen Augentropfen vom Kiffen. Na klar. Das hieß. Ist eine Träne nicht unterm Auge, wenn man jemanden umgebracht hat? Also ist eine Träne nicht. Chat? Ist eine Träne nicht, wenn man jemanden umgebracht hat? Ey, Z-Max. Alles Spaß von mir. Alles Spaß. Alles Spaß, Bro. Bitte. Alles nur Witz, ey. So, Katatu. Hä? Das hieß. Hä? Passiert. Z-Max hat mich gehackt. Oh, oh. Hisoka-Tattoo entstand sehr spontan. Das Hisoka-Tattoo wollte ich zuerst hier haben, so. Und dann meinte Ellie beim Tätowierer, ey, das würde voll geil aussehen, wenn du es dir hinten auf deinen Nacken machst, weil so auf zwei Nacken. Augen am Nacken, vor allem dann noch die Augen von Hisoka mit einem Stern und quasi mit einer Träne. Ja. Sieht einfach heftig aus, so. Und dann dachte ich mir so, ey, das könnte schon ehrlich geil aussehen. Und jetzt immer, wenn ich so ein normales T-Shirt anhab, jetzt keine Hemd, was einen Kragen hat. Das ist aber actually, glaube ich, ganz gut gestochen. Das sieht sehr stabil aus. Das sieht. Also wäre jetzt nicht meins, aber es ist gut gestochen. So heftig aus. Weißt du, wenn du so einfach von hinten noch zwei Augen hast, weißt du, dann kannst du noch mehr Auge machen. Also im bildlichen Sinne, das funktioniert ja nicht. Du kannst den, also du kannst mit den Augen nicht wirklich gucken. Nein, aber auf jeden Fall. Dann kommen wir zu meinem anderen Unterarm, auf den ich sehr stolz bin, würde ich sagen. I see Yu-Gi-Oh! I like. Weil ich find's einfach nur hart geil. Also, wir fangen erstmal mit den Hunter-Tattoos an. So, das von Hisoka habe ich euch gezeigt. Das war mein zweites Tattoo überhaupt. Killua, so mein Lieblingscharakter aus Hunter x Hunter. Einfach so geil geworden. Ich find, dieses Tattoo ist eines meiner heftigsten Tattoo, wenn nicht sogar das heftigste Tattoo von mir. Okay. Von der Optik her. Dann haben wir hier natürlich noch Gon, der darf nicht fehlen. Klar, Gon darf man. Das ist so eine Sache, wenn ich eine Party schmeiße, sage ich auch immer, Gon darf nicht fehlen. Und dann halt noch die Schwester von Killua. Die hat. Die hat keine Augen, I guess. Hab ich auch übertrieben gefeiert in dem Anime. Schreibt mal rein, Leute, wenn ihr schon bei der Stelle seid. Und schreibt auch in die Kommentare, was euer Lieblingscharakter aus Hunter x Hunter ist. Bei mir ist es natürlich klar, Gon. Ich hab Hunter x Hunter noch nie gesehen, ich weiß es nicht. Taro. Er ist? Das Tattoo ist aber actually gut gestochen. Irgendwas. Ihren Augen sind im Nacken. Ah, deshalb, I see. Also ich liebe Hunter x Hunter, ich habe den Anime schon zweimal gesehen. Ellie will ihn nicht zu Ende schauen, ich versuche es die ganze Zeit zu überreden, ist aber ein bisschen schwierig. Dann haben wir hier ein Tattoo. Ah, klar, das ist doch, Glutexo, natürlich, klar. Was die meisten von euch kennen müssen. Genau, Glutexo, natürlich, klar. Und zwar Shiggy von... Ach, das ist Shiggy, ja, klar. Ja, Chat, das war natürlich ein Witz, klar, ne? Macht wieder ein dummes TikTok draus, ladet es wieder hoch, macht euch wieder lustig darauf, dass ich lost bin. Reißt es wieder schön aus dem Kontext, ja, ja. Funny, sau funny. Ich bin früher in der ersten und zweiten Klasse von der Schule nach Hause gekommen, RTL 2, 12.15 Uhr. Okay, das haben wir alle gemacht. Erstmal eine gediegene Folge von Pokémon, ich glaube danach Yu-Gi-Oh! Und danach Tsubasa, immer die... Und dann kam One Piece. Die drei Sachen. Ich habe überlegt, noch ein Tsubasa-Tattoo zu machen. Aber ich sag's mal so, ich habe hier schon ein Fußball-Tattoo. Und wenn ich mich für zwei Serien aus meiner Kindheit entscheiden müsste, beziehungsweise Animes, aber Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Anime, sehen ja die am meisten verschiedene. Stimmt, dann kam Beyblade und dann kam One Piece. Oder kam One Piece... Wann kam One Piece? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall früher immer One Piece gegrindet, immer geguckt. Aber das war ein bisschen früher halt. Ich bin halt jetzt auch schon... Wie alt bin ich? 22, ja. Wenn ich mich für zwei entscheiden müsste... Genau. Dann wären das auf jeden Fall Pokémon und Yu-Gi-Oh! Und danach würde erst Tsubasa kommen. Auf jeden Fall habe ich dann hier noch ein Seto Kaiba Tattoo. Geil, Digga, mit dem Drachen. Der ist aber actually ein bisschen faded schon, ne? Der eiskalte, blauäugige Drache mit eiskaltem Schwengel. Was ich persönlich... Haare auf Silberfisch. ...nicht übertrieben heftig finde. Hier die Flügel, dann hier... Der Drache und dann hier quasi nochmal Kaiba und das war so schwer zu stechen. Ja, das ist auch nicht so krass scharf, ne? Ich muss eigentlich die Story erzählen. Leute,
Okay. Jetzt gibt's eine kleine Storytime. Auf jeden Fall, dieses Tattoo hat eine richtig lustige Story. Achtung, schnallt euch an, Leute, buckle up. Es wird gelachkickt. Müsst ihr euch vorstellen, unser Tätowierer, der unser Homie war, okay, ich habe ihm 500 Euro ausgeliehen, ist auf einmal abgehauen. Das ist ja ein chilliger Homie. Das ist ja ein chilliger Homie. Er dachte sich so, Bruder, muss sowas von los. Er hat den Tätowierer zurückgelassen. Jetzt darauf, also das war schon sehr lustig, können wir darauf erstmal ein paar Omega-Lols haben. Das war lustig. Hat ihm irgendwie Schulden von 5000 Euro gemacht. Oh. Und hat das Tattoo nicht fertig gemacht. Dann kam Ehrenbruder Nash um die Ecke, Grüße gehen auf jeden Fall raus, falls du das Video sehen solltest, und hat mir einfach das Tattoo hier fertig gemacht. Nach 3 Monaten. Nach 3 Monaten, muss man auch gesagt haben, dass 3 Monate gedauert hat. Aber ja, am letzten Tag, bevor wir nach Barcelona geflogen sind, hat er das am Abend noch auf Ehre fertig gemacht. So, weil Ellie auch meinte, ey, ruf da jetzt mal an und sag mal, was soll das? Mach mal Druck hier. Ja, mach mal Druck. So, ich dachte mir so, egal, ey, wenn es nicht komplett fertig ist, ich mach's einfach in Barcelona fertig. Ja, ja. Aber so, ey, wenn der Tätowierer abhaut, so, dann muss der Chef ja natürlich dafür sorgen, dass mein Tattoo trotzdem fertig gemacht wird. Ist aber auf jeden Fall eine lange Geschichte. Ja. Muss ich ehrlich sagen, sie war ja eher traurig, ne? Die war ja eher Satge als Omega-Lol, oder? Chat, was sagt ihr? Also die war ja eher traurig, weil der ist ja verarscht worden. Also eigentlich ist es ja eher ein Satge. Ne, nicht Omega-Lol. Dazu könnte ich auch ein komplettes Video machen, aber wären sich unnötig. Wie gesagt, Freunde, zurzeit ist es ein bisschen stressig, aber ich versuche trotzdem weiterhin, allerspätestens den zweiten Tag für euch ein bisschen Content zu liefern. Warte mal, das coolste Tattoo haben wir vergessen. Welches? Ach so, stimmt. Das gebrochene Herz, und auf die Story bin ich sehr gespannt. Ich wollte ja die Bedeutung von dem Face-Tattoo noch sagen. Moin, moin. Den meisten ist wahrscheinlich auch schon auf. Kurz vergessen, klar. Gefallen, dass Mika Häkkinen in Versus Raichu, habe ich geliebt. Ich so ein ähnliches wie X habe. X hat es nur auf der Seite. Es ist natürlich auch eine Hommage, aber... Er sagt das Wort Hommage so wie jemand, der gerade ein neues Wort gelernt hat. Wisst ihr, kennt ihr so Leute, denen man so... zum Beispiel das Wort, wenn man so, ja, meine Rhetorik, und man sagt so, und die sagen so, hä, was meinst du mit Rhetorik? Ja, so wie ich spreche. Und diese Leute sagen so, ja, rhetorisch gesehen, also rein in der Rhetorik. Die Leute sagen das Wort dann immer, aber immer falsch, wisst ihr, was ich meine? Der hat das Wort Hommage so oft gesagt, versteht ihr, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? So, wenn jemand so, ja, irgendwie, ist krass, sehr viele Tattoos von, vielen verstorbenen Rap-Legenden tatsächlich. Ich bin gespannt. Vielleicht gibt es ja noch das ein oder andere Pop-Smoke-Tattoo auf dem Bauch, wer weiß. Ich finde einfach dieses Design, und ich wollte allgemein gebrochenes Herz, und ich wollte ein kleines Motiv auf meinem Gesicht und jetzt nichts hier Großes über die Wange. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also ich bin kein großer Fan von Face-Tats. Ich finde, es gibt Beispiele, da sind halt Face-Tats übertrieben fresh. Also ich finde... Es gibt da Leute, die sehen mit Facetags einfach godlike aus. Die sind einfach die hübschesten Menschen der Welt durch ihre Facetags, weil sie halt die Facetags sehr, sehr gut ausgewählt haben. Ne? Zum Beispiel mein liebenswerter Homeboy T, der dank Facetags, oh, Männernippel, einfach unglaublich gut aussieht. Wisst ihr, was ich meine? Also T hat halt, T's Facetags framen sein Gesicht perfekt, haben eine unglaublich krasse Symmetrie und sowas und machen... Ja, machen halt einfach, komplimentieren sein Gesicht komplett, wisst ihr, was ich meine? Weil ich kenne aber auch T nur so, wisst ihr, was ich meine? T's Facetats maximal nice. Ich war, muss ich ehrlich sagen, das hatte ich immer, glaube ich, anfangs mal gesagt, immer ein bisschen skeptisch mit dem großen Blauen hier oben, aber das gehört dazu so. Das sind sehr schöne, sehr hochgestochene, das ist einfach ein komplettes Bild, wisst ihr, was ich meine? Ich finde aber so ein einzelnes Motiv immer ein bisschen schwierig, wenn das alleinstehend ist, wisst ihr, was ich meine? So, das ist irgendwie, keine Ahnung. Also das wäre jetzt nicht meins, muss ich ehrlich sagen. Ich bin selber gar nicht tätowiert. Ich war sehr oft schon mit dem Gedanken so weit, dass ich gesagt habe, dass ich mich krass tätowieren möchte. Und mit krass tätowieren meine ich halt von hier über die Brust, über den Nacken, über den Hals bis hier auf die Brust halt. Also eine Seite komplett. Hab's aber irgendwie nie geschafft. Ich weiß es nicht. Ich hab's irgendwie nie gemacht. Vielleicht irgendwann mal, vielleicht irgendwann so noch, keine Ahnung, man lebt ja auch nur einmal, YOLO, fucking YOLO, Alter, einfach mal tätowieren, was geht. Nee, aber, das wäre jetzt
persönlich wäre das jetzt nicht mein Film, muss ich ehrlich sagen. Ne? Persönlich wäre das jetzt nicht mein Ding. Ich finde es jetzt nicht schlecht, es mag zu ihm passen. Keine Ahnung. Steht einem Lauch auch nicht. Oh doch, ich finde, so, also zum Beispiel Machine Gun Kelly ist zu tätowiert wie sonst was und der war so skinny und Machine Gun Kelly sieht so geil aus wegen seinen Tattoos. Holy shit. Holy shit. Oder Mo zum Beispiel. Mo sieht durch die Tattoos so viel alleinstehender besser aus, aber muss sich dann halt auch Gedanken machen. Wisst ihr, was ich meine? Man muss sich ja Gedanken machen, so, was man machen möchte. Das hier oben mit dem Titel, muss ich sagen, verurteile ich ein Stück weit. Tattoo im Gesicht wie Monster gemacht. Du hättest einfach, ich habe mir ein Facetat gemacht. Also, ich weiß jetzt nicht, warum da jetzt irgendwo Monte, ja, für Suchbegriff und so weiter und so fort. Aber to be honest, ist das jetzt nicht unbedingt das, was zu deinem Content passt. Ne? Es wäre cool gewesen, wenn du jetzt einen richtigen Tattoo-Vlogs gemacht hättest und so weiter und so fort. Und hingegangen wärst und das so ein bisschen begleitet hättest und gesagt hättest, yo, ich hab darauf Bock. Aber das finde ich irgendwie ein bisschen, es hat einen wacken Beigeschmack. Versteht ihr, was ich meine? So, ich find's, es ist ein schwieriger Hase, bin ich ehrlich. Es ist ein sehr, sehr schwieriger Hase, so. Ich finde, weiß ich nicht. Es ist nicht das, was du gesagt hast, wie du dein Content jetzt machen möchtest, weißt du? Ob ich einen Stern machen soll. Aber Stern habe ich schon hier und die Bedeutung. Und auf deinem Nacken. Ja, und auf meinem Nacken. Oder Julian Bam mit diesen Aquarell-Tattoos. Finde ich übertrieben geil. Finde ich richtig, richtig geil, ne? Also Juice-Tattoos sind auch wirklich, wirklich wild. Danke für die 10k. Küsschen aufs Nüsschen. Falls ihr mir nicht auf Twitch folgt, folgt mal rein. Folgen ist kostenlos unter Twitch Prime. Ach, scheiß drauf. Komm, heute ist Juma dran. Beim Hisoka-Tattoo. So, und 3 Sterne wären mir persönlich ein bisschen zu viel. Hatte Miguel Pablo nicht 3 Sterne? Was war da bei ihm nochmal? Warte mal. Ah ne, er hatte nur eins. Was stand hier nochmal drauf? Was stand da nochmal? Fresh und nice und dieser Stern. Ja, die hat er sich ja weglasern lassen, ne? Die sind ja jetzt weg. Das hat er ja rückgängig gemacht. 6ix9ine. Auch ein Beispiel in meinen Augen für unglaublich schlechte Tattoos. Post Malone wieder richtig geil. Dieses Always Tired und so. Und hier oben die etwas mies gestochene Karte und den Stacheldraht. Zucker. Fühle ich sehr. Also Post Malone's Tattoos, Tattoo Game mag ich auch sehr. Es passt zu ihm. 6ix9ine, to be honest, fühle ich nicht, Digga. Oder X. Holy shit. Lass uns über X reden, Digga. X, seine Facetats. Sieht sowieso schon aus wie ein junger Gott. Wisst ihr, was ich meine? Und framen das Gesicht wieder sehr. Und ich weiß nicht, ob X es fühlen würde, wenn Miguel jetzt sein Tattoo tragen würde. Wisst ihr, was ich meine? Also, ja. Ja, Lil, ja, weiß ich nicht. Also, das ist, ja. Brauchen wir nicht drüber reden. Keine Ahnung. Ja, ist jetzt. Lil Wayne, ja, ist nicht meins. Aber, zum Beispiel Lil Yachty, was er gemacht hat. Er hat ja hier diesen, Diamond. Das finde ich. Lil Yachty hat auch sehr weirde Tattoos, muss ich ehrlich sagen. Und dieser Diamant, den er sich in den Kopf gesetzt hat. Also, man kann es ein bisschen übertreiben. Lil Peep im Gegensatz wieder, auch sehr, sehr krasse Tattoos. Dieses Crybaby und sowas, sieht einfach krass aus, sehr gut gestochen, sieht super hübsch aus, fühle ich sehr, ne? Aber wie gesagt, jedem das Sein, es ist ja auch immer eine Geschmacksfrage, ne? Bin ich im Stream? Nee, PC, bist du nicht. Und deswegen dachte ich... Das ist nicht Lil Yachty. Ah, weil Lil Uzi, ja, los, Digga, what the fuck, Lil Uzi, what the fuck, ganz, verwechselt, ja, sorry, Digga, ja. Ich mir, okay, ey, ich mache einfach ein gebrochenes Herz, was ist die Bedeutung von dem gebrochenen Herz? Die meisten von euch werden jetzt lachen, aber es ist ein etwas traurigeres, beziehungsweise sentimentaleres Thema. Mir wurde in meinem Leben schon sehr oft das Herz gebrochen, das ist jetzt nicht nur auf Girls bezogen und nein, Ellie hat mir noch nie das Herz gebrochen. Ja, ich würde mir als Freundin da ein bisschen fragen, wieso macht sich mein Boyfriend jetzt ein gebrochenes Herz-Tattoo? Aber okay. So, es ist einfach nur auf den ganzen Leid und Schmerz, den ich in den vergangenen Jahren, in meinem ganzen Leben hatte. Und aber es ist doch cool, wenn er dazu... Ellie meinte auch schon, mach das Tattoo nicht, sonst lebst du viel zu sehr in der Vergangenheit. Aber ich finde dieses Tattoo... Tattoos sollen ja auch ein Meaning haben, so, ne? Aber wie gesagt, meins ist es gar nicht. Und vor allem, wieso ich es in Barcelona gemacht habe, weil dieses Tattoo einfach so mich an diese frühere Zeit erinnern soll und das hier quasi ein Neustart in Barcelona ist und immer wenn ich dieses Tattoo hier anschaue, so, dann denke ich, wie schlecht es mir damals ging. Ich bin aufs nächste Video gespannt. Dass ich die Zeit hier mehr zu schätzen wissen sollte. In diesem Sinne, Freunde, hatet nicht so viel, verbreitet mehr Liebe, lasst ein Abo und ein Like da. Ja, das lässt sich immer leicht sagen, ne? Neben meinem Kopf kommt jetzt zu den letzten Videos. Inshallah, Platz 1 wieder in den Trends und tschüss. Ja gut, das hat dann scheinbar, glaube ich, diesmal nicht geklappt. Leute, ich...
Wir schauen mal in die Kommentare. Monte auf Wish bestellt. Er nimmt es halt selber, wie gesagt, ein bisschen mit Humor. Siemens, Totenkopf, weil ich habe keine Angst vor Tod. Auch Siemens, ich dachte, ich sterbe, weil ich hatte Angst. Sogar Ellie hat mir eine halbe Zeit noch gemacht. Ja, ja, jeden Tag ein anderer Film. Ja, das ist schon. Was macht der einfach Thomas Cousin nach? Big Mac Bun den weg. Monte in 2 Tagen, ich habe mir mein Tattoo entfernen lassen.